Es ist endlich wieder soweit. Es ist Oktober und das bedeutet, es ist der Halloween-Monat. Ja, geil, da freuen wir uns das ganze Jahr drauf. Ja, endlich dürfen wir mal, können wir mal wieder über Horrorfilme Ja, sprechen. das tun wir viel zu selten, finde Ja, ich wir auch. sprechen viel zu selten über Ja, Horrorfilme. ja. In diesem Jahr wird es auch ein paar aktuelle Sachen geben, aber wir fokussieren uns diesmal auf Klassiker. Das ist ja geil, das ist ja stark. Ja, und wir starten mit einem Schwarz-Weiß-Klassiker aus dem Jahre 1954. Jawohl. Creature from the Black Lagoon, der Schrecken vom Amazonas. Nach dem Intro geht's los. Moin, salü, servus und ahoi. Hi. Ihr seid richtig, wenn ihr die Filmfressen dabei sehen möchtet, wie sie über ein paar Horrorklassiker sprechen. Und zwar im Halloween-Monat Oktober, so ist es. Ja, und wie sollte man besser anfangen als mit einem Universal Classic Monster? Aber nicht mit irgendeinem. Sondern mit dem meistgescholtenen. Ist das so? Nee, aber das ist schon so der, glaube ich, so ein bisschen so unterschätzt ist. Wenn du Classic Horror Monsters nennst, dann nennst du Dracula, Frankenstein, Mumie. Die kennt auf jeden Fall jeder. Ja. Da gibt es auch zigtausend Iterationen davon. Von der Kreatur aus der Schwarzen Lagune oder vom Schrecken vom Amazonas. Nicht ganz so viele. Leider. Es gibt eine Tetralogie. Es gibt vier Teile, natürlich. Was Wir ist der besprechen vierte? den ersten. Der vierte? Der vierte Teil ist Shape of Water. Del Zwinker, Zwinker. Können wir Toro. vielleicht später noch drauf Ja. sprechen, warum ich der Meinung bin, also es ist nicht so weit hergeholt. Absolut, Das kann überhaupt nicht. wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Spielt auch in der ähnlichen Zeit, oder? Aber wir kümmern uns um den Schwarz-Weiß-Klassiker aus dem Jahr 1954 von Regisseur Jack Arnold, den wir auch kennen als Regisseur von. Tarantula auf jeden Fall. Und. Revenge of the Creature. Richtig. Und. Shrinking The Man. Incredible Shrinking Man. Incredible Ja, auf Shrinking Man. jeden Fall. Ein Regisseur, der bekannt für Monsterfilme ist, der sich auf jeden Fall da auskennt, das ist so sein Genre. Ja, der vorher mit Clint Eastwood in zwei Filmen zusammengespielt, gearbeitet hat. Welch Ehre für Jack Arnold. Ja, total. Der hat ihn rausgebracht. Der erste Film, Revenge of the Creature. Der ist der Ja. erste Film, in dem Clint mitgespielt hat. Ne? Und der und Tarantula werden ja in Back to the Future 2 im Poster neben Marty McFly, der als Clint Eastwood verkleidet rauskommt, gezeigt. Das ist schon, da sind ganz viele krasse Connections. Das ist da Teil neben 2 dem. oder Teil 3? Hey, stimmt, hast recht, Teil 3. In Ja, Teil richtig. Ja, 3. genau, besser. So. Ja, klar, ergibt ja Nicht sonst keinen das Sinn. heißt, dass wir hier Fake News Ja, ich habe verbreiten irgendwie oder gerade nicht nachgedacht. Ja, Auf ist jeden Fall, natürlich warum haben wir uns bedeutet. jetzt ausgerechnet für den entschieden? Mich verbindet eine besondere Liebe zu diesem Film. Weil du Angst vor Wasser hast. So ein bisschen Thalassophobie, also die Angst vor dem, dass man nicht weiß, diese Weite im Ach Meer, so, ja, ne, genau. und dass Und man der nicht weiß, was Tiefe. unter einem ist, die Angst Genau. vor der Tiefe und so. Ja, habe ich auch, aber ich gehe einfach nicht rein. Genau, ich auch nicht, aber ich mag das in Filmen und Hier, Deep Water. ja, der ein oder andere weiß ja auch, dass wir Open vielleicht Water. Entschuldigung. den Film Der weiße Hai sehr Mögen, mögen, ja. ja, oder Jaws oder Okay, lieben ja. sogar. Ist ja wichtig. Und der hat sich auch ein bisschen an diesem Film orientiert. Also, ja, auf jeden Fall. Vor allem, was die Unterwasseraufnahmen Ja, angeht. und für 50er Jahre diese spektakulären Unterwasseraufnahmen, das ist schon was Auf Besonderes. jeden Fall. Dann aber auch das Monsterdesign. Aber wir können ja ganz kurz sagen, es geht um ein Wissenschaftlerteam, das sich auf einem kleinen Bötchen auf den Amazonas begibt, in den Ama auf dem Amazonas, in den Amazonas, glaube ich. Auf der Rita. Ja, auf der Rita in die Schwarze Lagune. Weil sie da eine Kreatur, eine prähistorische Kreatur wittern, weil da schon Fossilien von gefunden Genau. wurden, eine versteinerte Hand. Archäologen, die finden halt Überreste von dem Creature tatsächlich. Genau, und da ist aber, was sie nicht wissen, noch eine am Leben. Alter So, und Schwede. zwar ist das ein Wesen so in dieser Zwischenphase von Fisch bis Mensch, ne? Genau, ein amphibisches Wesen, Genau. was auch unsere Genese so ein bisschen beschreibt. Genau. In der Bibel steht es zwar anders, aber gut. Müssen wir so hinnehmen erstmal. Ja, leider.
Naja, also eine Zwischenstufe und wir sehen sehr früh, dass diese Kreatur auf jeden Fall sehr gewalttätig sein kann. Ja. Und Menschen da umbringt. Die dringen ja auch in ihren Lebensraum ein, ne? Ja. Das darf man nicht unterschätzen und vergessen. Richtig. Was ein Thema ist, was mir gut gefällt, ist schon mal, ist jetzt nicht irgendwie ein Alien, was von außerhalb kommt, sondern es kommt aus der Erde, es kommt von der Natur, dieses Wesen. Und dieses Thema Natur gegen Wissenschaft. Ja, aber ist ja trotzdem auch ein ähnliches Thema, was der Science-Fiction-Film in der Zeit behandelt. Ne? Natürlich. So, der Mensch ist eigentlich so das fiese Wesen. Ist der Problembär. Genau. Der Mensch ist das Problem. Ja, so ist es. Ja. Aber es wird natürlich zum Problem für den Menschen, dass er halt in diesen Lebensraum eindringt, weil sich das Wesen natürlich die ungebändigte Natur halt im Frieden gestört sieht. Und zurückschlägt. Aber es gibt natürlich eine Sache, also Sache ist übertrieben, also ein Faktor, der die Kreatur besänftigen kann und zähmen kann. Das ist nämlich die weiße Frau. Ja, wir erinnern uns an King Kong. Hier ist es ähnlich. Hier ist es Julie Sands oder Julia Sands in einem schicken Badeanzug. Uiuiui. Für die damalige Zeit. Sehr freizügig, aus heutiger Sicht würde man sagen prüde. Ja? So ist es. Ja, weil er halt, das ist ein Badeanzug, ist nicht mal ein Bikini. Richtig. Aber damals hat er schon ziemlich viel Bein gezeigt und so. Und ganz ehrlich, ich beschwere mich nicht. Nee, ich finde das auch so sehr, sehr ansehnlich. Auf jeden Fall, ist auch eine nette Dame. Eine sehr attraktive Frau, natürlich. Ja. Und die Kreatur schwimmt mit ihr. Und das ist halt das, was mich besonders an dem Film reizt. Erstmal diese... Die Erotik. Ja, die Unterwasser-Ästhetik. Also, ja. Erstmal dass diese ganzen Unterwasser-Aufnahmen, die finde ich wirklich spektakulär immer noch. Ja, auf jeden Fall. Wurde ja mit einem Taucher gedreht, der in einem Kostüm war, der wirklich über 4 Minuten seinen Atem anhalten konnte, seine Luft behalten konnte. Und er durfte nicht ausatmen, weil Jack Arnold gesagt hat, ja, das Viech hat ja Kiemen, da können ja jetzt keine Luftblasen aus dem Mund kommen. So, ne? Deswegen halt mal schön die Luft an. Ja, schön realistisch. Hat er gemacht. Und gleichzeitig... Wasserballettartig unter der Dame hergeschwommen. Sie schwimmt oben, wie es auch. Ich habe gedacht, ich hätte mein Jaws-T-Shirt an. So ist es nicht, aber wie man es auf dem Jaws-Plakat sieht, die Dame schwimmt oben und unten nähert sich eine Kreatur, von der man nicht weiß, was da los ist. Aber dadurch, dass wir wissen, sie hat da schon mal Personen getötet und jetzt bewundert diese Kreatur halt diese Dame und schwimmt mit ihr. Und das ist so schön, das ist so ästhetisch, das finde ich sehr gut. Und macht aus der Kreatur auch eine tragische Figur? Ja, es ist auf jeden Fall auch eine sehr ambivalente Figur. Mhm. Wir sind da halt hin und her gerissen. Also ich bin... Also man weiß halt eigentlich nicht, auf welcher Seite man sein sollte, weil auch die Menschen, die fallen sich ja nicht irgendwie schlecht. Da ist ja, ich meine, gut, sie fangen ihn... Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ne? Ja, ja, sie fangen ihn ja auch, aber es ist ja nicht so, dass sie ihn quälen, foltern, was auch immer. Es stecken ja schon... Ja, es stecken natürlich die wissenschaftlichen Interessen dahinter, wollen ja auch erforschen. Genau. Die Intention ist jetzt nicht, dass die Kreatur zu töten. Genau, genau. Ne, genau. Den Gilman. Ja, genau. Und Gilman. Letztlich stellt er ja auch wirklich schon eher die Bedrohung dar. Aber es ist halt das Unbekannte, was der Mensch dann halt auch fürchtet und das bedingt sich halt irgendwie auch gegenseitig. Ja. Vor allem halt auch, was so den Realismus angeht, finde ich, ist halt das Kostüm. Richtig großartig, der Gummianzug, der halt wirklich realistisch aussieht. Das hat vor allem was, finde ich, mit so einer glänzenden Oberfläche auch zu tun. Mit der Struktur auch, weil der Film in Schwarz-Weiß, er wurde in 3D gedreht. Mhm. Ich habe ihn, obwohl ich den in der Play-On Edition habe und so, auch in der gleichen Disc auch als Amaray, habe ich noch nie in 3D gesehen, aber das war schon die Intention. Ja, genau. Und das Licht- und Schattenspiel bringt halt diese ganzen Konturen da auf dem Wesen zur Geltung. Ne? Die also, großartig sind. Ja, auf jeden Fall. Auch heute noch sehr ansehnlich. Ist cool gemacht, sehe ich gerne. Und das macht ihn halt auch zu einem wirklich coolen Classic-Monster. Aber auch dann, was die Beweglichkeit angeht, gut, ist es ja relativ human, dieser Schrecken. Aber sorgt dann halt auch vor allem unter Wasser, weil wir uns ja wirklich sehr viel unter Wasser bewegen, weil es nun mal auch in gewisser Form eher Unterwasser-Lebewesen ist, das gerade sozusagen den Weg ans Land halt findet. Verfolgungsjagden mit den menschlichen Jägern, sag ich mal, das sind auch richtig
spannende und coole Szenen, weil dann halt auch mit Harpunen gearbeitet wird. Intensiv auf genau, jeden Fall. Genau, das ist dramatisch, das ist geil inszeniert, das macht Spaß einfach zu sehen. Und letztlich ist das halt auch das, was der Film ausbaut. Das ist so ein wirklicher Abenteuerfilm. In allen Facetten wirklich ein Film, der den Status Klassiker verdient. Ja. Auch die Musik, die nicht nur die Szene immer schön untermalt, sondern sie auch noch verstärkt. Mhm. Die ist vor allem auch immer sehr laut. Ja, ja, aber sie ist sehr effektiv. Ja. Es geht da wirklich dann um Panik, um Überraschung, ja. Also alles. Ne? Es wird nicht nur unterstrichen, die Emotionen verstärkt sie. Das ist ja auch die Aufgabe natürlich. Aber ich finde den Score hier auch sehr eindringlich und wirklich auf den Punkt, wie alles andere auch. Mhm. Das Schauspiel, das Monster, das Kostüm. Es gab ja zwei verschiedene Versionen, weil es wurde mit zwei Units gedreht, also an zwei Orten. Einmal auf dem Land, den Gilman, und einmal im Wasser den Gilman, den Taucher. Und der Taucher, der war etwas kleiner als der Schauspieler auf dem Land. Und der hatte ein größeres Kostüm auch bekommen, damit er halt noch bedrohlicher aussieht. Noch bedrohlicher und größer wirkt. Ja. Und da ist dann halt dieser Panzer, ist unterschiedlich. Auf dem Land dann auch dunkler. Der Anzug, unter dem Wasser heller. Ja. Da war so schön dieses, wie sagt man, das Tageslicht, also das echte, natürliche Licht, was dann einfällt, was gebrochen wird durchs Wasser, sieht super aus. Also, obwohl es nur schwarz-weiß ist, ist heute noch einfach von der Bildästhetik grandios. Achtung, Werbung. Ihr wollt das passende Outfit zu Halloween und weder als Barbie noch als Oppenheimer verkleidet gehen? Dann passt beim nächsten Clip ganz genau auf. Klar, andere Sehgewohnheiten, ne? Viele Menschen sagen, ja, schwarz-weiß, kann das denn wirklich was bieten? Ja, es kann auch sehr schöne, nicht nur Bildsprache, sondern auch Ästhetik und schöne Lichtschatteneffekte bieten. Und die Effekte sind hier auch top. Und wie wir wissen, natürlich alles auch mit Hand gemacht. Mhm. Kein CGI dabei. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Das Krasse ist halt auch, jetzt weiß ich direkt im Vergleich zu den anderen Universal Monsterfilmen, was die Bildqualität halt auch angeht, ist das fantastisch. Für einen Film aus den 50er Jahren, Mitte 50er Jahren, ist das unfassbar, wie geil das Bild hier aussieht. Und selbst der Film in 3D, wie er nun mal auch original gefilmt wurde, und das ist halt nicht das Anaglyphe, sondern das Real 3D, ja. Wo du dann halt mit zwei Kameras quasi gearbeitet hast und dann letztlich dann auch in den Kinos mit zwei Projektoren arbeiten musstest, damit jedes Auge so ein Bild kriegt und das sich dann zusammen halt dreidimensional dann quasi halt dir mehr oder weniger vortäuscht. Das ist schon geil. Also, ne, wie gesagt, ich bin mir gar nicht sicher. Es ist auf jeden Fall einer der ersten Filme, wenn nicht sogar der erste Film, der das zumindest auch auf jeden Fall auch in dieser Professionalität halt auch getan hat. Sie haben es ja dann geändert, wegen leichter Probleme, vor allem der Kinoaufführungen, haben sie es ja dann auch in Anaglyph gemacht. Was allerdings kein großer Mehrwert ist, weil besonders für einen Schwarz-Weiß-Film, weil du dann halt immer dieses Rot-Grün hast. Es sieht auch generell nie wirklich gut aus. Genau. Ja. Da haben sich damals noch ordentlich was einfallen lassen, um die Menschen dann, also das war ja gerade so das Konkurrenzprodukt Fernsehen, TV zu Hause, um die Leute dann ins Kino zu locken, so wie es James Cameron heute macht. Ne? Oder die Marketingabteilung von Barbie und Oppenheimer. Dann macht so. Wir schließen uns zusammen, machen jetzt Barbenheimer und alle kommen ins Kino. Naja, das auf jeden Fall wirklich es ist so ein schöner Film. Mhm. Ich gucke den sehr gerne und es ist auch eins meiner liebsten Universal Monster. Ja. Einfach weil es so, für mich ist das besonders. Klar, als Fan, der so Wasseraufnahmen mag, Unterwasser-Kreaturen liebt und ich liebe das Design. Natürlich will ich jetzt auch nicht Dracula oder Frankensteins Monster irgendwie despektierlich behandeln oder sagen so, die sind nicht cool oder auch die Mumie und... Den vielleicht schon. Ja, also ein großer Mumie-Fan bin ich nicht. Wolfman ist auch ganz cool, Dracula ist für mich ja ganz oben. Aber der hat tatsächlich auch bei mir einen ganz eigenen Platz im Herzen.
Ja, als Film, super. Er hat ja, wie gesagt, noch ein paar Sequels nach sich gezogen. Schön, dass das nicht so ausgeschlachtet wurde, ne? Wie die anderen. Stimmt, Dracula gab es in zig Filmen, gab es auch in Titeln von zig Filmen, in denen er gar nicht aufgetreten ist, zum Beispiel. Ja auch. Aber auch Abbott und Costello, das fand ich, das fand ich dann wieder schade, weil Abbott und Costello war ja dann auch mit allen irgendwie unterwegs. Ja. Dass sie den da nie reingebracht haben, das habe ich irgendwie, das fand ich ein bisschen schade. Ist gut. Also es gibt ja noch einen Auftritt von ihm und auch von allen anderen Universal Monsters in The Monster Squad. Stimmt, ja. Ne, natürlich, Monster Busters. Mhm. Aber auf den vierten Teil wollte ich ja noch zu sprechen kommen. Ich nenne ihn so dreist einfach den vierten Teil, Shape of Water. Mhm. Den haben wir auch mal in einem Video-Review besprochen. Mal gucken, ob wir irgendwann vielleicht zweiten und dritten Teil auch noch besprechen. Das, was hier so angedeutet wird, ne, so dieses, es ist ja beides so ein bisschen, das Monster bewundert die Dame, zu Recht vollkommen, schwimmt mit ihr ballettartig und ja, umwirbt sie so ein bisschen und später trägt er auf dem Arm. Über die Schwelle. Genau, über die Schwelle und so. Alles, was so angedeutet wird, damals natürlich schon etwas, sag ich mal, knusprig, ne? So ein bisschen anrüchig knusprig. In Shape of Water wurde es dann schon ausformulierter. Hart ausformuliert. Auf jeden Fall wurde es sehr explizit. Mhm. Vielleicht ein paar Grenzen der Interspecies Sexual Relations übertreten, aber natürlich auch trotzdem ein fantastischer Film und auf jeden Fall ist das halt diese Kreatur. Ja. Das ist ja vollkommen klar. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn es von Shape of Water nicht eine Porno-Parodie geben würde. Bei der Thematik. Oh, ich hab das noch nicht recherchiert. Ich werde es tun, wenn ich das Video schneide. Dann blende ich das natürlich hier ein. Ach schön, ja cool. Aber bitte keine Ausschnitte. Immer noch ein absolut fantastischer Film. Ja. Ihr kennt ihn natürlich. Ja. Wir kennen und lieben ihn seit langem. Ja. Wir haben jetzt euch mal unsere Einschätzung dazu rübergebracht und erklärt, warum es einfach immer noch ein so fantastischer Film ist und vielleicht sogar der besonderste Film von den Universal Monstern. Ja, wenn das mal kein Auftakt war, ne? Eben, vielleicht kommt ja noch irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Klassiker, vielleicht kommen noch ein paar farbige Klassiker. Ihr wisst es nicht, wir wissen es, bleibt dran, um das nicht zu verpassen, natürlich. Abonnement dalassen. Im Idealfall sogar ein Patreon-Abo. Mhm. Damit könnt ihr uns noch weiter unterstützen. Daumen hoch, Glocke, alles. Ihr wisst Bescheid. Guckt gerne unsere Halloween-Specials, aber auch alle anderen Videos, die wir machen und Podcasts. Denn meine Mama hat gesagt, die sind sehr gut. Und meine Mama hat immer recht. Immer? Ja. Ah, das finde ich gut. Fall. Ja, cool. Alles klar. Also, Happy Halloween. Wir sind und bleiben die Fünf Fressen, Peter. Und Manu. Bis zum nächsten.